ich bin Kadi und ich zeige euch heute im UFM Game Check Fallout New Vegas. Fallout New Vegas ist ein Action-Rollenspiel mit Shooter-Elementen. Wer schon Fallout 3 gespielt hat, sollte wissen, dass in dem Spiel ein bisschen Blut spritzen kann. Diese Szenen werde ich euch deshalb nicht zeigen und die Radioantenne bleibt heute mal im Loch. Stattdessen zeige ich euch diese tanzende Nutte! Ja. Yeah. Ich glaube es ja nicht, wissen, was das sein ist. Ja. Okay. Ja. Keine Nutten. Also kein Blut und keine Nutten. Macht nichts. Denn mal abgesehen von Mord und Totschlag und Prostitution, zeichnet die Fallout-Saga vor allem eine charmante Nachkriegsatmosphäre im 50er-Stil aus. Fallout New Vegas spielt in dem von einem Atomkrieg halbwegs verschonten Gebiet um Las Vegas. Ihr seid ein Kurier, der angeschossen wurde, aber glücklicherweise überlebt hat. Nun liegt es an euch, euren Mörder zu suchen und herauszufinden, warum er euch umbringen wollte. Dabei müsst ihr bei verschiedenen militärischen Gruppierungen oder Gangs Eindruck machen und könnt selber entscheiden, wem ihr euch anschließt. Yo, wir sind die coolen, überteilten Gangs der Wake the Ghetto Kids. Willst du dich uns anschließen? Nein. In New Vegas könnt ihr den Besitzern der Casinos gefallen tun und New Vegas ist nur eine Stadt von 150 Orten, die ihr entdecken könnt, während ihr durchs Ödland wandert und um euer Überleben kämpft. Optisch und auch vom Gameplay her ist Fallout New Vegas nicht viel anders als Fallout 3, hat aber viele kleine Neuerungen. Jetzt gibt's zum Beispiel Pflanzen, die man einsammeln kann, um am Lagerfeuer sein Gecko-Steak zu würzen. Gecko. Ihr könnt nun auch zwei Begleiter haben, einen menschlichen und einen nichtmenschlichen. Die kann man nun auch besser steuern und sie helfen euch zum Beispiel im Kampf, aber dienen eigentlich hauptsächlich als Packesel. Oh, Scheiße, ich habe hier so viel Wasser gefunden und eine richtig gute Waffe. Aber ich bin einfach zu schwach, um alles zu tragen. Kannst du das bitte mitnehmen? Ich kann nicht mehr tragen. Ich habe ja noch einen nichtmenschlichen Begleiter. Das ist Eddie, der fliegende Roboter. Er kann mehr als 200 Kilo tragen. Und in New Vegas könnt ihr versuchen, mit Glücksspielen das große Geld zu machen. Woo, 20 Chips, ich bin reich! Ich kaufe mir ein Haus! Leider gibt es aber auch einen großen Negativpunkt. Die Grafik ist selbst bei sehr hohen Einstellungen nicht gerade berauschend und hat sich im Vergleich zu Fallout 3 nicht unbedingt verbessert, wenn nicht sogar verschlechtert. Es gibt hier und da ein paar unschöne Texturfehler, wie zum Beispiel sich wiederholende Texturen oder eckiger Schlamm oder sich überlagernde Figuren oder einfach nur merkwürdige Bugs. Was zum Geier ist das? Es gibt dafür aber doppelt so viele Orte zu entdecken wie in Fallout 3 und noch mehr Quests. Wer also über 18 ist, wird in Fallout New Vegas viel Action, lustige Grafikbugs und eine große postapokalyptische Welt zum Erkunden finden. Mit Blackjack und Nutten.